im Spiel läuft eigentlich auch soweit. Jo. Überaus merkwürdig. Solange es in der Aufnahme dann nicht so schlimm ist, wird alles nachvertont. 80 Stunden. So, der Junge hat Durst. Ach, immer noch nichts. Schade eigentlich. Dann halt doch mal wieder eine Soda. Ernsthaft. Weißt du, kommt manchmal sonst wie weit hoch, kann auch springen, aber wenn dann hier so manchmal so ein Zentimeter ist, nee, ich komme da nicht hoch. Ach ja. Ach, schlimm, ich muss langsam mal ins Bett gehen. Alles klar. Aber jetzt zieht so langsam die Klötzen zu. Du machst Sachen. Oh. Wollen wir noch das zu Ende bauen kurz? Wir brauchen ja bloß noch immer kurz hinterher rennen und. Ja, das musst du mal alleine machen, weil ich hier uns noch ein. Bringt dann auch nicht, wenn ich bloß rumstehe. Das ist das einzige Schade manchmal, dass du sowas nicht einfach online stellen kannst, also wie einfach auf den Server. Ich glaube, das geht mit Sephobos noch nicht. So. Mehr als 12 Uhr. Hat man gekriegt.
Guck's erst mal sprechen. Was hast du? Guck's erst mal speichern. Ja, warte. Nicht da rein. Oh ne. Oh, es ruckelt dir bitte. Alles gut bei dir? Ja, ah, schlepp den Computer schon klar ab. Na dann speichern wir. Bin gleich da. So, also ich habe gespeichert. Speicher du auch nochmal schnell. Wenn du das hinkriegst. Ach ja. Na nee, gut. Da hat man auf jeden Fall unsere Höhlentour. Und wir fangen jetzt langsam mal an, das Haus zu bauen. Und ja. User in your channel timed out. Und da ist er draußen. Also, ich bin wahrscheinlich auch gleich hier weg, weil sein Rechner abgeschmiert ist. Und daher schön, dass er da war. Ich hoffe, wir kriegen das nächste Mal dann ein bisschen hin, das Haus langsam, aber endlich mal irgendwie nach einem Haus aussehen zu lassen und nicht hier die ganze Zeit im Keller rumzuwuseln. Und vielleicht machen wir ja nochmal eine Höhlentour, die eine Höhle war ja ganz so weit. Wir haben auf jeden Fall endlich mal eine Karte. Und ja, bevor er jetzt abschmiert, sage ich dann schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, na gut, dann auch wieder in den großen Wald. In Vite Friens. Genau, mach mal was hier. Ja, ich bin doch schon zu. Einladung ist immer so. Ich hatte ein wunderschönes Bild mit Nix. Ja, das sind die schönsten. Immer einfach, einfach gehalten. Achso, ja, so jetzt hier fortfahren. Alles klar, bin da. Ja, es geht los. Ne, ich habe nämlich heute auch nochmal eine Rezeptliste gesucht, wenn der Anke bei uns auf den Server kommt. Dass wir dann gleich sagen können, wie was zu craften ist oder so. Dass wir erst nach so, dass wir erst überlegen müssen. Weißt du wie? Joa. Vor allem, es gibt sogar teilweise echt Errungenschaften, die sind so einfach zu kriegen, das vorne. Also, du brauchst bloß den. Bloß als Beispiel, ich habe vorhin einen Kompass in der Hand genommen, ne? Weil ich mal die Himmelsrichtung mal gucken wollte, in welche Richtung ich gerade laufe. Zack, bum, buff, Errungenschaft freigeschalten. Jo. Du musst ja erstmal den Kompass finden. Ansonsten, ja klar. Es kann ja nicht nur so extreme Dinge wie schaffe das Spiel geben. Ein paar leichtere Errungenschaften gibt. Ja, aber es gibt ja Errungenschaften, ich glaube 1000 Bäume abholzen oder 1000, nee, 100 und 1000 Bäume, glaube. Dann halt noch mit die Gegner, wo also hier Kannibalen und sowas verspeisen und verbrennen und töten und das wär's der Geier. Da bin ich aber froh, dass es da in der Errungenschaften, dass es da einen Fortschritt anzeigt. Das ist doch ganz gut. Hm? Das ist doch ganz gut. Ja. So, bei mir lädt's noch? Ja, bei mir schon ins Wasser plätschern. Der gefühlte letzte Strich ist immer so irgendwie. Naja. Ja, ich bin schon auf der Map. Host antwortet noch nicht. Wir müssen noch kurz auf dich warten.
Und mir krabbelt sowieso schon wieder die Nase. Oh, ist das nervig. Früh am Morgen vor allem. Ja, interessant. Solange du noch nicht da bist, steht hier gerade gar nichts. Also steht keine Base, nix. Alles ja. Unberührte Landschaft. Sei ich nicht mehr. Ach so, ich hab mal. Muss ich mal gucken, ob das jetzt noch drin ist. Ich hatte erstmal die Einstellung rausgenommen, dass hier Gebäude kaputt gehen können. Dass wir erstmal in Ruhe bauen können. Vor allem jetzt. Dass uns, falls die dort unten angreifen, dass uns das egal sein können, weil das nicht zerstören können. Damit wir jetzt erstmal irgendwie unser Haus zusammenkriegen. Ja. Weil alles andere können wir ja danach machen. Ich meine, wenn wir das dann fertig haben, können wir es ja alle mal wieder ausschalten. So, was macht denn der Host jetzt hier? Ja, hat sich gerade einen Millimeter bewegt. Oh, cool. Mal. Gut, dann stehe ich ja noch ein bisschen sinnlos in der Gegend rum. Oh. Ja, heute früh schon wieder aufgestanden, ja, und schon wieder nur am Rumniesen. Das geht mir so auf den Sack. Ja, die Mary und ich müssen ja jetzt nur noch am Rumhusten. Ja, ne, ich irgendwann muss ich mal zum HNO mal fragen, was hier Sache ist. Ist vielleicht doch irgendwie Hausstaub oder irgendwas ist. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ja, das kommt. Oh, ist ein schönes Wetter hier. Ja, also wie gesagt, der Kronleuchter ist fast fertig. Ich hatte vor uns mal die Gelegenheit, den Kannibalen zu töten. Das ist interessant. So, ich bin da. Ah, jetzt stockt es gerade auch ganz schön, aber... So. Boah, es stockt. So. Da ist ein bisschen heller geworden. Irgendwie sieht man das in der Aufnahme? Ich glaube nicht. Kennst du das bei alten Fernsehern, wenn dann so kurze Bildfehler so immer von unten bis über den gesamten Bildschirm rauscht? Ja. Das habe ich genau an dieser Stelle, habe ich hier einen Bildfehler, der immer wieder immer an der Stelle. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man es nicht. Merkwürdig. Na gut. Das ist ja gerade mit dem Fell abgeschossen, aber hast du nicht mitbekommen, oder? Doch, habe ich. Hat man aber zum Glück kein Leben oder sowas abgezogen. So. Ist gerade so geschossen? Was? Nö. So jetzt einmal hier hochzukommen. Viel Erfolg. Ja, ist mit der Steinwand, müssen wir uns mal, denke ich mal, noch was einfallen lassen. Ich sehe es, die sieht also skurril aus. Und wir müssen ja hier nochmal alles setzen, da ja mein Rechner es dann nicht mal hingekriegt hat. Was? Ach hier, und drunter ist dann der Kronenleuchter. Ich geh hier mal rein. Genau. Weil es halt nachts dort am dunkelsten ist hier in der Ecke. Den kannst du von oben bauen. So, Köpfe brauchen wir nicht mehr. Aber noch 5000 Knochen. Ach ja. Sieh. Ja, dann machen wir mal, ich will schon mal Holz. Ja. Ich muss kurz überlegen, wie hat man denn das gemacht? Immer noch das Deutsch drin. So, eigene Wand. Was, du hast das auf Deutsch eingestellt? Ja, ich hab meins auf Deutsch. Oh. Ich hatte es zwar heute auch gesehen, dass man es jetzt auf Deutsch einstellen kann, aber ich hab's mal noch gelassen, weil ich nicht wusste, ob du es auch schon hast. So. Hier irgendwo wollt man ja hin. Das ist auch cool. Ja, doch, die Spracheinstellung, die muss noch ein bisschen gefixt werden. So, muss man hier auch die Tür reinkriegen? Genau.
versuchen wir das jetzt hier gerade so gerade wie möglich, ne? Warum willst du nicht? Hä? Mach mal halt hier jetzt eins, mir ist egal. Ich bin doch hungrig. Da sind wir. Halt. Also bis dahin. Genau, das war das Lager. Ich will wieder weg. Und hier brauchen wir eine Tür. Sind wir hier ein Fenster rein? Warum nicht? So, da war das ja soweit. Hungrig, ich finde was zu essen. Ja, halt die Klappe. Haben wir denn irgendwas hier noch? Ausrüsten. Toll. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich das ändern wollte. Okay. Die Bärensträucher sehen hier gerade wieder sehr komisch aus. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber unser Blaubeerbusch, den hat irgendwie abgerissen vor uns. Ich weiß aber nicht, warum. Da habe ich einfach mal alle Bären, die ich noch hatte, eingesetzt, in bester Hoffnung, dass da ein paar Blaubeeren dabei sind. Zack. Sieht nur irgendwie klein aus. Nee, egal. Ja, die wachsen ja wohl noch. So. Die Mauer hier ist kacke. Definitiv. Welche? Bei den Büschen. Ah, ich weiß. Kann man die wieder wegreißen? Abbauen höchstens. Okay. Warte kurz. Da steht ein Bitte. Wagen, da ist Wagen 2. Ganz sicher, ob das hier was. Ah, doch. Es hat funktioniert. Sehr schön. Ich sehe es gerade. So, das können wir noch überlassen. Sollte nicht so im Weg stehen. Hier müssen wir noch mal schauen. Da fährt ein Dante. Alle hüpf. Ich
Gibt's denn schon eine Einstellung, dass in der Nacht alles wieder neu wächst? Nee. Oder? Aus. Ich hab so das Gefühl, Bill ruckelt heute bei mir hier. Weil ich hab bloß. Also ich kann bloß einstellen, ob nur die Gebäude zerstört werden können. Und hier der Baum, die Bäume, wie die nach, ob die nachwachsen dürfen oder ne. Mhm. So. Aber ansonsten habe ich da nichts. Irgendwie habe ich heute echt so das Gefühl, es ist nicht so ganz flüssig hier die Aufnahmen. Umfeld. Ui. Ja, dann geht es auch gerade in die Knie. Ganz kurz hier. Einstellungen. Zeig sie mir mal ganz kurz an hier. Das wäre mir gerade so übelst abgehakt. Ja, also im Moment hüpfe ich auch mit 36 Frames hier rum. Schön, dass du kein Wort verstehst, was ich hier erzähle. Jetzt geht's wieder. Ja, wir hatten letztens auch wieder Internetprobleme. Jetzt nicht mehr. Das ist schön. Aber ich bin eigentlich exakt am Mikro. Ey, du klingst frisch abgehackt. Klingt fast so, als würde mein Computer demnächst wieder abschmieren. Das wäre doof. Oh. Ich geh mal kurz speichern. So. Na, jetzt haben sich gerade. Na, je nachdem, wo ich gerade hinguck. Fast antwortet nicht. So, ich spiele gerade in Speichern. Ich würde gerne mal spielen neu starten. Alles klar, machen wir das. Weil, nee, das ist daran liegt. Ja, warte, ich gehe mal ins Hauptmenü. Dann gucke ich auch gleich mal ganz kurz hier, was bei mir vielleicht nicht hinhauen könnte.